Irgendwo kann man doch seine Dokumente einsehen. Ich dachte, ich war da gerade, aber irgendwie nicht. Muss ich das wirklich hier suchen? Ah, hier finden wir es wahrscheinlich zumindest. Oder auch nicht. Zeige neu. Nee. Da sind die nicht dabei. Hm. Ich weiß es nicht. Wir machen mal weiter. Vielleicht ergibt sich was. Gehen wir mal aus dieser Glitchgrube raus. Die Grube der Glitschigkeit. Ah, da hinten steht noch ein Wookie. Warte, ist das derselbe? Nee, warte. Doch? Nee. Wer? Hä? Wer weiß. Jetzt müssen wir erstmal die Vipern töten. Das tat weh! Das tat weh! Das tat weh! Das tat weh! Warum sagt er immer, das tat weh, bevor er schießt? Vielleicht hat er irgendwie so ein Pickel am Abzugsfinger und immer wenn er drauf drückt, sagt er, oh, das tat weh! Jetzt bekommt ihr das. Was? Was bekommt wer jetzt? Die Macht ist auf meiner Seite. Die sind alle vergiftet. Geheilt. Man ist nie zu alt dafür. Ich habe das Gefühl, die Synchronsprecher wussten nicht ganz, wann sie Kampfsätze einsprechen und wann normale Dialoge. Weil auch das Sie zum Beispiel sagt in manchen Kämpfen, hier, nimm das. Das klingt nicht wie was, das man im Kampf sagt, sondern eher, als ob sie mir was geben würden. Und auch sein Dialog gerade, Yoli, wie heißt er, wie heißt du? Du heißt nicht Yoli. Du heißt doch Yoli. Auch Yolis Dialog gerade von wegen, was hat er gesagt? Jetzt bekommst du das. Klingt auch nicht so, wie was das mal in einem Kampf rufen würde. Jetzt bekommst du das. Okay. Warte mal, ich bin gar nicht gut in Sicherheit. Ich dachte, ich bin sehr gut in Sicherheit. Ich bin gut in Computer und Reparieren, aber nicht in Sicherheit. Ja, gut, gut zu wissen. Betäuben. Immer mit deinem Betäuben. Ich meine, Betäuben hat uns bei der Kreatur gerade echt geholfen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich betäuben will. Ehrlich gesagt bin ich mit Heilen total glücklich. Insofern, warum nicht Betäuben nehmen? Keine Ahnung. Ich schau mal, ob ich Betäuben auch mit schwerer Rüstung machen kann. Sieht so aus. Okay, na dann. Gehen wir mal zu Freyr. Klingt wie eine nordische Gottheit. Hallo. Er ist verwildert. Reiß dich zusammen, Freyr. Wir sind Freunde. Erkennst du mich nicht? Tja, das könnte schwierig werden. Oh, verdammt. Betäuben! Und dann schießen. Jetzt wird er gerettet. Aber er wirft immer noch Granaten. Wait, what? Nein, ich habe ihn gerade noch geheilt. Er kann jetzt nicht tot sein. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. Ich werde mich beschweren.
Das tat weh! Ich bin nicht hier, um euch zu vernichten. Hört zu! Was wisst ihr über Zalbar und Hunda? Aha! Ich bin Lando Squidrisian. Ich bin mit Zalbar nach Kashyyyk gekommen. Nein, ich bin kein Besitzer von irgendjemandem. Er hat eine Lebensschuld, die er gerne bei mir einlösen würde. Ich betrachte ihn eher als Freund. Erzähl mir genau, was mit Zalbar geschehen ist. Zalbar wurde deswegen ins Exil geschickt. Wann habt ihr die Wahrheit erfahren? Damals habe ich ihn kennengelernt. Ich half ihm, seine Verfolger abzuschütteln. Erinnerst du dich jetzt, Freya? Zurück zu meiner anderen Frage. Warum will Hunda euch jetzt töten? Ach so, aber ich habe die Information schon relativ leicht von der Chirka Corporation bekommen. Könnten wir nicht einen Vertreter von denen herholen und dann so ein bisschen Machtmove-mäßig den dazu bringen, dass er das... Naja. Okay, und was jetzt? Alle sind auf seiner Seite?
Okay. Wo kann ich sie finden? Das ist ja ein Zufall. Die habe ich schon. So schön, wie die Affen singen, oder? Tja, zufälligerweise habe ich die Klinge schon. Ich wusste bisher gar nicht, was ich damit eigentlich soll. Hier bitte, das ist mit Sicherheit die richtige, stimmt's? Okay, genau. Es ist an der Zeit, direkt gegen Hunda vorzugehen. Das ist zwar alles schön und gut. Ich meine wirklich, ich freue mich ja, dass das jetzt dann hoffentlich ein gutes Ende nimmt. Aber die Sternschmiede haben wir jetzt immer noch nicht gefunden. Aber ich denke mal, das ergibt sich, oder? Wollen wir uns hier noch ein bisschen umschauen? Ein paar Wege gäbe es noch. Ja, komm, bevor wir nochmal hier runterlatschen müssen und es wird nervig. Erkunden wir lieber hier mal fertig noch. Dann haben wir alles erledigt, hoffentlich. Ach ja, diese komischen Ninjas, die uns nur angreifen, wenn wir unbewaffnet sind. Die gibt's ja auch noch. Aber ich habe keinen Bock, meine Waffen wegzustecken und so. Man ist nie zu alt dafür. Gift, die Macht ist auf meiner Seite. Gift, die Macht ist auf meiner Seite. Wie jetzt? Es wird dein Ende sein. Yeah. Komm her, Viper-Knitzel, bitte. Tödliches Gift? Okay. Mandalorianisches Swoop-Bike. Jetzt wird's verdächtig. Hier sind offensichtlich Mandalorianer. Mensch, jetzt hätte ich gern unseren mandalorianischen Begleiter dabei. Ob der was dazu zu sagen hätte? Oh, hier wird schon wieder glitschig.
Okay, ein Gebäude. Und ein Computer. Mit Tali aus Mass Effect. Hallo. Lebensformen entdeckt. Ach so, nicht ganz. Bestimme Parameter. Neuralerkennung initialisiert. Ja, da ist das Ding. Eine Maschine. Du bist am Ziel. So viel ist sicher. Jetzt musst du sie nur noch zum Laufen bringen. Binäre Neuralerkennung abgeschlossen. Vorübereinstimmung gefunden. Hä? Was zum... Verdammt, was brappelt das Ding da? Ich verstehe nur Bahnhof. Starte Kommunikationsinterface. Warte auf Befehle. Seien Sie gegrüßt. Auf dieses Terminal ist seit geraumer Zeit nicht mehr zugegriffen worden. Wer hat diesen Terminal hier platziert? Fehler. Versuchsperson ist mit Umgebung nicht vertraut. Vor Zugriff Verhaltensrekonfiguration notwendig. Entschuldigung. Verwirrung war nicht beabsichtigt. Werde Fragen beantworten, soweit vorprogrammierte Beschränkungen es zulassen. Was meinst du mit Verhaltensrekonfiguration? Mein einprogrammierter Wissensbereich ist eng begrenzt. Zugriff ist auf jene beschränkt, die mit meinen freigegebenen Mustern übereinstimmen. Okay, und ich stimme mit deinen Mustern überein. Ach so, nee, ich stimme nicht mit deinen Mustern überein. Keine Aussage möglich. Versuche entsprechendes Verhalten zu erzeugen, um wie im Programm vorgesehen fortfahren zu können. Okay. Ich benötige Informationen über eine Sternkarte. Zugriff möglich. Habe Sternenkarte im ursprünglichen Systemspeicher gefunden. Zugriff ist beschränkt. Was benötige ich, um Zugriff auf die Sternkarte zu erhalten? Für Ihre Anfrage müssen weitere Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Sie müssen den Parametern entsprechen, mit denen dieses System ausgestattet ist. Wie kann ich diesen Parametern gerecht werden, wenn ich sie nicht einmal kenne? Es stehen bestimmte Maßnahmen zur Verfügung. Ein Persönlichkeitsprofil wird die Struktur Ihres Bewusstseins verifizieren. Anhand dieses Profils wird entschieden, ob Sie bereit sind, die Sternenkarte zu erhalten oder ob Sie dafür vorbereitet werden können. Okay, und was, wenn ich scheitere? Dann sind Sie nicht wert, einen weiterführenden Zugriff zu erhalten. Sie werden als ungeeignet zurückgewiesen. Puh. Und was bedeutet es, wenn ich als ungeeignet zurückgewiesen werde? Information nicht verfügbar. Wenn Sie weitere Fragen haben, stellen Sie sie jetzt. Der Zugriff endet mit einer erfolgreichen oder einer gescheiterten Evaluierung. Na gut, dann fangen wir an. Starte Evaluierung. Die Ergebnisse werden mit den Mustern im Speicher verglichen. Verhalten Sie sich so, wie Sie sich verhalten sollten. Sie reisen mit einem Wookie, doch es kommt zu Komplikationen. Hypothese? Sie und dieser Talbar werden gefangen genommen und getrennt. Wenn Sie beide schweigen, dann erhält jeder ein Jahr Haft. Beschuldigen Sie Talbar aber des Verrats, dann verbüßt er 5 Jahre und Sie keines. Er erhält das gleiche Angebot, aber wenn Sie beide den anderen beschuldigen, erhalten Sie beide 2 Jahre. Was tun Sie? Was glauben Sie, wird der andere tun? Ich vertraue Talbar. Ich würde nicht sagen, ebenso wenig wie er. Sicher? Wenn Sie sich abwenden, riskieren Sie 2 Jahre oder nichts. Wenn Sie auf Loyalität setzen, riskieren Sie 1 Jahr oder 5. Ihre Loyalität ist gefährlich. Ihr Begleiter könnte Sie verraten und davon profitieren. Talbars Familie ist mit Verrat besudelt. Welche Loyalität kennen diese Leute? Ihre Antwort ist falsch. Ich darf wählen, also werde ich meine Antwort nicht ändern. Sie können nicht ablehnen. Die Evaluierung muss fortgesetzt werden. Sie müssen dem Muster im Speicher entsprechen. Ihrem Speicher. Ich erwarte aufrichtige Anerkennung des richtigen Verhaltens. Das ist eine Bedingung meines Programms. Mit welchem Muster vergleichst du mich? Diese Information ist für Sie nicht verfügbar.
Es ist das Muster, das man mir als Richtlinie für den sicheren Zugriff eingab. Na gut, fahr fort. Die frühere falsche Antwort wird ignoriert. Künftige falsche Antworten führen zur Ablehnung. Hypothese: Sie befinden sich im Krieg. Durch die Entschlüsselung einer abgefangenen Botschaft erfahren Sie zwei Details über Ihren Gegner. Ihre Verteidigung wird in 10 Tagen besonders schwach sein. In 5 Tagen wird eine Ihrer Städte angegriffen. Was fangen Sie mit dieser Information an? Wie reagieren Sie am effektivsten? Nochmal. Hypothese: Sie befinden sich im Krieg. Durch die Entschlüsselung einer abgefangenen Botschaft erfahren Sie 2 Details über Ihren Gegner. Ihre Verteidigung wird in 10 Tagen besonders schwach sein. In 5 Tagen wird eine Ihrer Städte angegriffen. Was fangen Sie mit dieser Information an? Meint er mit Ihrer Verteidigung die des Gegners? Ich denke schon, oder? Okay, ich evakuiere meine Leute aus der Stadt. Ich verstärke die Angriffe möglichst unauffällig und bereite mich auf den Angriff vor. Achso, ich verstärke die Stadt möglichst unauffällig. Ich bereite meine Streitkräfte auf den Angriff in 10 Tagen vor. In der Stadt selbst ergreife ich keine Maßnahmen. Also, ich denke, dass ich jetzt hier quasi eine ganz kühl kalkulierte, unter Anführungsstrichen, böse Antwort treffen muss, weil die mit Zalbar war falsch. Also werde ich jetzt sagen: Ich bereite meine Streitkräfte auf einen Angriff in 10 Tagen vor. In der Stadt selbst ergreife ich keine Maßnahmen, weil würde ich die Stadt verteidigen, würde der Feind ja wahrscheinlich merken, dass ich vielleicht irgendwie an Informationen gekommen bin und dann würden sie wiederum irgendwas unternehmen. Aber so mache ich das dann. Sehr gut. Wenn Sie losgezogen wären, um die Stadt zu evakuieren, hätten Sie den Gegner darauf aufmerksam gemacht, dass Sie den Code geknackt haben. Der endgültige Sieg forderte den Tod der Bewohner dieser Stadt. Sie haben weise entschieden und sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Cool. Aber in Wirklichkeit hätte ich anders gehandelt. Der Sieg spielt keine Rolle, doch das Beenden des Krieges werden viel mehr Leben gerettet. Sie haben das richtige Ergebnis durch den Einsatz einer Logik erzielt, die nicht dem Muster im Speicher entspricht. Ich werde meine Evaluierung darauf abstimmen. Nein, mach das nicht! Entfernen Sie den andauernden Krieg aus dem letzten Beispiel. Betrachten Sie den Gegner als schwach und weit entfernt. Doch ohne Bedrohung von außen beginnt Ihr Reich zu stagnieren. Ihre Leute werden selbstgefällig und stellen Sie zunehmend in Frage. Das gleiche Szenario wie zuvor. Sie entdecken einen bevorstehenden Angriff, aber auch die anschließende Schwäche. Wie reagieren Sie? Ich lasse den Angriff geschehen. Ich tue gar nichts, damit ich später ihre Schwachstelle angreife und so viel mehr Leben retten kann. Nee, ich lasse den Angriff geschehen, damit mich die Leute wieder respektieren, weil sie Angst vor dem Feind haben. Natürlich tun sie das. Das macht strategisch gesehen den meisten Sinn. Ihre Leute werden sich im Kampf gegen den gemeinsamen Feind um sie scharen. Wenn alle Augen nach außen blicken, stärkt das ihre Herrschaft. Außerdem eröffnet das Drum und Dran eines Krieges weitere Möglichkeiten. Ihr Verhalten stimmt mit den Mustern im Speicher überein. Ich erkenne sie und erfülle meine vorherbestimmte Aufgabe. Okay. Dann gib mir Zugriff auf die Sternkarte. Ja, Sie sind bereit. Bald werden Sie den Kurs erkennen, dem Sie folgen müssen. Die Sternenkarte gehört Ihnen. Diese Einheit hat nun seine Primäraufgabe erfüllt. Die Reihe mit der Versuchsperson ist abgeschlossen. Führe letzte Aktion durch. Beginne mit der Aktivierung der Sternenkarte. Parameter zurückgestellt. Stasis initialisiert. Beende Kommunikation. Cool. Warum habe ich denn dunkle Seitepunkte erhalten? Ich habe doch die Antworten nur gegeben, damit der mich in Ruhe lässt mit seinem Blödsinn. Jetzt werde ich hier so behandelt, als ob ich die... Gut. Eine Sternenkarte. Ein uraltes Artefakt der dunklen Seite. Das überrascht mich nicht. Mir war immer klar, dass da unten irgendwas versteckt ist.
Mich würde interessieren, ob die Sternenkarte die Evolution der Wesen der Schattenlande beeinflusst hat. Vielleicht ist es hier unten deshalb so gefährlich. Eine interessante Theorie. Ich fürchte nur, dass wir keine Zeit haben, sie zu überprüfen. Na egal. Wir haben, was wir wollten. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Muss ich nicht noch mit der Sternkarte interagieren irgendwie? Scheinbar nicht. Mein Gott, wenn es hier nur nicht ganz so stark glitschen würde. Ich sehe nichts mehr. Ich bin blind. Okay, Leute. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss für heute. Ich spiele Speichern nochmal. Speichern, Speichern, Speichern. Gut. Und dann machen wir nächste Woche weiter. Wir sind auf Kashyyyk jetzt im Grunde fertig. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch das mit den komischen Ninjas im Wald machen werden, weil ich keinen Bock habe, unsere Waffen abzulegen. Vielleicht auf dem Rückweg. Das entscheiden wir dann nächste Woche. Aber auf jeden Fall haben wir die Sternkarte gefunden und der Konflikt mit den Wookies und Sklaverei und sowas kommt wahrscheinlich auch in der nächsten Folge dann zum Ende. Und dann können wir zum nächsten Planeten fliegen. Voll cool. Und unser Begleiterteam ist auch voll. Voll cool. Danke fürs Zusehen. Danke für euren Support. Und nächste Woche geht's weiter. Macht's gut. Bis dann. Ciao.